Schreibend versuche ich die Annäherung an eine ursprüngliche Begabung. Die Galerie Paul in Gaspoldshofen stellt nicht nur Bilder aus, sondern es werden auch Lesungen veranstaltet. Vor Weihnachten las die Schriftstellerin Eva Fischer aus ihrem neuesten Buch Vom Aufgehen der Wiesenknöpfe. Vor und zwischen den Lesungen spielte der Harfenspieler Rudolf Zauner selbst komponierte Stücke. Egon jagte, ich sammelte. Egon rannte und fand, ich ging langsam und fand. Was ich nicht fand, erfand ich mir. Ich nahm den schönen Gedanken und aß ihn. Er schmeckte hell und voll und sein Rätsel reizte die Neugier des Gaumens. Der schöne Gedanke wurde zu meiner Leibspeise. Im kleinen Ambiente fühlten sich die Besucher sichtlich wohl. Die Texte von Eva Fischer regten die Zuhörer zum Nachdenken an. Da war herrliches Weideland, fruchtige Fragen, knusprige Rätsel. Wo immer ich hineinbiss, es glückste. Ich zog die Schuhe aus und spreizte meine Zehen. 2x5 Antennen für die Welt. Ungefiltertes Begreifen. Der Boden passte sich meinen Fußsohlen an. Je nachdem, was ihnen zumutbar war, ging ich auf Moos, auf Erde, auf Stein. Und immer auf Sprache. Wir wollten von der Schriftstellerin erfahren, wo sie die Ideen für ihre Texte bekommt. Der Entstehungsprozess ist ja ein langer Prozess. Nicht? Also ich denke viel nach, ich schreibe mir viel auf und aus diesen Teilen formt sie dann ein Ganzes und das wird dann aber nur einmal verändert und gekürzt und verdichtet, sodass am Schluss eben diese Miniatur, ich nenne meine Texte Miniaturen, eben auch wegen dieser, weil sie kurz sind und auch sehr bildhaft. Schön wäre es natürlich, wenn beim Leser wieder einiges aufgehen würde, auf seine eigene Art. Das muss jetzt nicht dasselbe sein, was bei mir vorher alles hineingeflossen ist. Es kann durchaus auch, wird auch sicher ganz was anderes sein, was beim Leser dann wieder, wie sie die Texte dann wieder ausweiten. Vom Harfenspieler Rudolf Zauner erfuhren wir mehr über seine kleine Harfe und seine Stücke. Ich denke, die Harfe war in der Geschichte immer klein. Die wandernden Minnesänger haben eher kleine Harfen gehabt. Und diese großen Konzertharfen ist halt eher mit dem Aufkommen der Klassik entstanden. Und ich habe einfach eine Vorliebe für kleine Harfen, weil ich einfach ein Wandersmann bin und gerne mal Harfen mitnehme, auch in die Berge und in den Wald. Und ja, wie gesagt, darum habe ich mir die auf mein Auto abmessen lassen, dass ich es noch reinkriege. Da seien Fäden gespannt zwischen Himmel und Erde und manchmal zupfe der Zufall an ihnen. Dann ein Funke und schon brennst du, rief Egon mir zu. Und ich nannte ihn sogleich Feuersalamander und er mich
Fackellilie und ich ihn brennender Hahnenfuß und er mich Brennnessel und ich ihn Glühwürmchen und er mich flammendes Kätchen. Wir tauchten tief in unser Spiel. Draußen schneite es vielleicht.